Ach, den Regen habe ich runtergestellt, sehr schön. Dann muss ich das jetzt nicht mehr machen. Ja, Marleen. Vier Stück. Na, ich hol mal meine Schaufel, dann ja, können wir eigentlich noch mal ein bisschen farmen. Damit wir hier endlich mal einen Boden reinkriegen. Ich weiß auch immer noch nicht, was hier reinkommt. Aber ich will da jetzt endlich mal einen Boden drin haben, weil das regt mich auf, wie das aussieht. Das ist ja nichts mehr. Ja. Und deswegen, ja, machen wir das mal. So, ich glaube, ich könnte mal oben abernten. Ein paar Kartoffeln brauche ich mal. Ich guck dann mal, wie lange die Aufnahme geht. Kann ich auch jetzt schon gucken. Oh. Es müssten schon in der zweiten Folge sein mittlerweile. Ja, da kann ich jetzt auch wieder perfekt anfangen mit einem neuen Thema. Und zwar wollte ich mal über Disney reden. Und gerade habe ich irgendwie gestottert, keine Ahnung wieso. Ja, Disney ist ja so eine Firma, ne? Die ja schon sehr, sehr lange, ja, Filme produziert und ähnliches. Achso, das sind die anderen Kartoffeln. Okay. Ja, die produzieren ja schon seit Ewigkeiten so Filme. Und, ja, sind auch dann sehr beliebt gewesen. Vor allem so in den 80er, 90er Jahren. Da haben sie auch teilweise sehr gute Filme gemacht. Aber, ja, das sind halt dann so die Kultsachen gewesen für heute. Aber ich muss sagen, mittlerweile machen sie eigentlich nur noch Kacke. Nur noch 3D animiert. Das bemängeln auch viele Leute, die halt damals die Filme gesehen haben. Bemängeln, dass halt heute das halt nur noch 3D animiert gearbeitet werden kann, ja. Es gibt einfach keine klassischen Zeichentrickfilme mehr. Und das finden halt viele Leute schade. Finde ich auch schade. Ich finde sowieso immer so dumm, wenn irgendwelche Serien nochmal neu 3D animiert werden. Das ist das Dümmste, was man machen kann, Alter. Das ist eine Enttäuschung für alle Menschen, Alter. Die tun damit niemandem was Gutes. Auch die Kinder haben davon nichts Gutes. Nur, dass es ein bisschen moderner aussieht, ja. Aber das hat doch keinen Wert. Wenn man das Alte dafür aufgibt, was eigentlich Kultstatus erreicht hat, ja, und dann dafür so einen Kack abliefert, das kann ich halt nicht nachvollziehen, dass man sowas macht. Und das toleriere ich auch nicht unbedingt. Dass man jetzt hier sagt, oh nee, ich muss das alles modern machen, blay blay. Keine Ahnung. Das muss doch nicht sein, ja. Das ist am Ende eh nur, weil sie HD haben wollen oder irgend so ein Scheiß. Machen sie das so. Aber ich meine, es gibt immer Wege und Mittel, das anders zu machen. Weißt du? Es gibt auch, ja, Methoden, wo man halt die alten Filme tatsächlich auf HD machen kann. Die sehen dann vielleicht nicht tausendprozentig scharf aus. Aber das müssen sie doch auch gar nicht. Ich meine, die sind teilweise 40 Jahre alt. Wenn man jetzt an Biene Maya oder sowas denkt, die ja auch von 3D-Programmen vergewaltigt wurde, sage ich mal, mittlerweile. Das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Und viele Menschen auch nicht aus meiner Generation oder älter. Die sehen das halt genauso. Und ja, ich finde dann auch immer so schade, wie die Kinder von heute dann damit aufwachsen, mit diesen neuen dummen Sachen. Und dann die Alten, wenn sie die sehen, irgendwann mal zufällig im Internet oder sonst wo, denken sie, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja dasselbe, nur in schlecht oder so, denken sie dann. Und das ist dann halt immer so schade, weißt du? Wenn man dann so hört, ja, seine eigenen Kindheitserinnerungen und seine eigenen Kinder oder so sagen dann, dass das halt schlechter ist als das, was heute kommt, der Rotz. Aber ich denke mal, das ist in jeder Generation. Also das liegt aber auch wirklich an diesen Produzierern oder Produzenten, die wirklich meinen, oh ja, wir verursachen mal Streit in den zukünftigen Generationen oder so, weißt du? Keine Ahnung, es kommt einem wirklich so vor, als ob die nur Streit, ja, suchen oder halt wollen, dass Menschen sich streiten, später mal, welche Sendung denn jetzt besser war. Das muss doch alles nicht sein. Ja, man kann doch einfach das so lassen, wie es ist. Ich bin sowieso so ein Mensch, der sehr seine Gewohnheiten, ja, der sehr gerne dabei bleibt. Bei den Sachen, die halt so sind.
Und ja, ich mag diese fortschreitende Veränderung und Verdummung teilweise. Das mag ich halt nicht. Zum Beispiel, boah, es gibt da jetzt hier dieses Windows 10, das mag ich halt auch nicht unbedingt, ja. Ich weiß nicht, also ich bin nicht unbedingt der Fan von sowas. Weil Windows 10, das nimmt einem ja bald schon alles ab. Und das finde ich dann ein bisschen übertrieben. Ein bisschen was will ich auch noch selber machen. Beziehungsweise das fühlt sich dann auch so komisch an, wenn das Betriebssystem einfach alles macht. Ich meine, bei Windows 10 mag es jetzt noch nicht so fortgeschritten sein, aber denk mal an Windows 11 oder 12. Wer weiß, was es da alles geben wird. Und was da alles für ja, Unnötigkeiten einfach hinzukommen. Ach man, Unnötigkeiten der Menschheit oder so, so könnte ich die Folge nennen. Eigentlich sollte es um Disney gehen. Aber ja, Disney waren halt eine der Firmen, die halt genauso gedacht haben und die halt genauso gesagt haben, hier, wir müssen halt alles verändern jetzt. Ich weiß auch nicht, warum jetzt, ja. Vor 10 Jahren haben sie das auch noch nicht gemacht. Haben sie es auch so gelassen, die Serien und alles. Es hat erst da angefangen. Ich meine, sowas wie Nemo, das ist ja noch okay, ja. Sowas toleriert man natürlich auch. Aber dann jeden beschissenen anderen Film in 3D zu machen, das ist auch irgendwann nicht mehr schön. Das nimmt so richtig, ja, den Witz raus. Das ist dann gar nicht mehr so lustig. Weil dann halt so, ich weiß nicht, das ist dann einfach so unwitzig geworden. Kommt euch das auch so vor? Ich weiß es nicht. Mir kommt zumindest so vor, als ob dann alle Jokes, die sie machen, nochmal unwitziger werden, als sie eh schon sind. Es ist einfach so. Und ich will jetzt nicht ertrinken hier. Dankeschön. So. Okay, dann schwimme ich mal hier ans Ende. Und guck mal, wir können sogar schon viel zusammencraften. Das ist doch schon mal schön. 48. Okay. Ja, kann man machen. Dann tue ich die gleich mal in den Ofen. Und da habe ich jetzt auch gleich wieder ein paar Kartoffeln. Ein paar Ofenkartoffeln. Haben wir jetzt auch endlich mal. Ja, weil Ofenkartoffeln waren halt immer Mangelware. Aber es ist halt ein sehr gutes Nahrungsmittel und deswegen hole ich die mir jetzt einfach mal. Früher in Staffel 3, da habe ich mich ja auch immer von Ofenkartoffeln ernährt. Eigentlich danach immer. Es ist einfach wirklich das Beste, was man so in Minecraft kriegen kann. Seit der 1.4. Und ja. Da tun wir mal hier alles weg. Ach man, ich kann schon wieder hier nichts reinräumen. Das ist echt nervig, dass man immer wieder neue Kisten braucht. Aber wir wollten natürlich auch noch ein Lager machen. So, ich weiß auch noch nicht, wo ich das Lager hinmache. Keine Ahnung. So, da kann auf jeden Fall hier, die Türen können wieder hoch. Das hier auch. Der komische Bogen kann da auch rein. Keine Ahnung, was wir mit dem noch wollen, aber YOLO. So, 21 Kohle. 1, 2, 3, 4. Oh Mann, ich kann das gar nicht mal hören, dieses 1, 2, 3, 4. Wenn ihr Stranded Deep von Gronkh kennt, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich das immer gucke. Da wisst ihr, was ich meine. Der wirft dann halt immer die Sticks so hin und da kann man ja immer nur 4er-Stacks nehmen, ne, im Inventar. Und da macht er halt immer sein ganzes Inventar voll auf so einer Insel, dann schippert er zur anderen Insel und wirft das dann da alles hin. Und ja, da sagt er dann immer 1, 2, 3, 4, dann das nächste 1, 2, 3, 4. Das ist so nervig auf Dauer, wenn das 7 Mal hintereinander oder so sagt. Alter, also das kotzt einen irgendwann an. Das ist auch total unlustig geworden, finde ich. Also manchmal, wenn man so denkt, ich will jetzt mal abspannen mit dem Video, ja, wenn man Stress hatte oder so, und dann kommt sowas, dann denkt man immer, boah, nee, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, weißt du? Ich will doch nur mal chillen und dann kommt der hier und nervt einen noch die Arme voll, keine Ahnung. Also, das kann ich da nicht gebrauchen. Ich weiß nicht. Wir farmen jetzt nochmal ein bisschen auf Level 36. Glaub ich mal. Vielleicht sogar Level 39, obwohl ich das nicht glaube.
Level 39 ist schon ein bisschen hochgepokert. So. Okay, zwei Bitches. Oh shit, ich glaube, die haben mir schon langsam gegeben. Nee. Doch noch nicht. Nein! Geh weg! Mann! Jetzt hat die mich schon abgeworfen. Ich hab halt. Doch, ich hab einen Bogen. Sehr schön. Geh weg, Mann. Könnt mich jetzt nicht töten. Wir sind in Staffel 7. Vergesst das mal nicht. So, immer schön Hunger oben halten. Ach Leute, ich weiß doch, worauf es wieder hinausläuft, hä? Müssen uns wieder einbauen oder so. Ich baue jetzt einfach mal hier so ein Ding um mich. So, wenn wir auf 2,5 Herzen oder so sind, dass die nicht mehr so wackeln da, dann gehen wir wieder raus. Okay. Oh shit, direkt ein Creeper. Und immer noch langsam, Verlangsamung. Oder Langsamkeit, genau. So, dadurch haben wir natürlich jetzt wieder Zeit verloren, ist natürlich klar, dass uns sowas immer passiert. Mann, da waren wir schon wieder auf ein 1/2 Herz. Das ist immer so ungesund. So. Muss gleich mal gucken, in welcher Folge wir jetzt sind. Kann ich jetzt mal ganz kurz. Okay, wir sind immer noch in der Folge 39. So. Bin mal gespannt, wann ich dann die nächste Aufnahme mache. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Oh shit. Oh shit. Die haben mich gerade gut gehittet. Nein. Ich darf jetzt hier nicht sterben an denen. Ich versuche mal lieber ein bisschen auf Bogen zu gehen. Mann, der bleibt einfach stehen. Dieses Opfer. Keine Ahnung warum. Oh shit, wenn der jetzt explodiert wäre, ey. Der one-hittet dich. Selbst wenn du Eisenrüstung anhast, das hilft nichts. Alter, hat's gerade wieder so dumm geleckt, ja? Bei mir. In der 1.9 ist ja auch interessant, wenn du ein Monster hittest, dann fliegen die anderen so weg. Das ist auch nochmal ein Vorteil, da kannst du die ein bisschen auf Abstand halten. Das ist dann sozusagen als Ausgleich für das, ja, dass du da halt nicht mehr so schnell klicken kannst. Da ist das halt der Ausgleich, dass die dann halt ein bisschen wegfliegen. Hast du dann doch noch einen Vorteil. Finde ich auf jeden Fall auch gut, dass sie dann sowas noch einbauen. Und ich denke mal, wie ich schon gesagt hatte in der einen Folge, dass da eh noch viel dran geschraubt wird an dem System. Vielleicht, wenn die 1.9 draußen ist, können wir nochmal über die ganze Sache reden. Über meine Meinung dazu und so weiter. Das neue Kampfsystem. Keine Ahnung. Denn wer weiß, wie sie es bis dahin noch ändern. Das kann man ja jetzt noch nicht sagen. So, wir haben auf jeden Fall 36 Level. Die 39 werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Dann könnte ich gleich 4 Sachen verzaubern. Das wäre natürlich awesome. Okay, der ist tot. Ging auch relativ schnell sogar. Hätte ich gar nicht mal gedacht. Oh shit, ich habe keine Dinger mehr. Die fliegen auch nicht mal so weit zurück, ne? Das ist auch nervig. Das ist erst seit der 1.8 so. Dass die halt übelst kurz nur zurückfliegen. Oh shit. Mann! Alter, das sind aber jetzt hier viele. Ich komme voll in die Probleme und komme da auch nicht mehr raus. Das nervt mich immer, dass ich dann nicht mal mehr regenerieren kann ordentlich. Weißt du? So. Mann, das ist hier gerade voll der Stress, Alter. Das ist echt voll der Stress für mich gerade. Hier noch ordentlich die alle auf Abstand zu halten. Alter, wie weit hat es mich zurückgeschleudert? Alter, was hat das für einen Bogen? Das hat einen OP-Bogen. Definitiv. Das hat was mit Schlag oder so. Gibt ja diese Schlagverzauberung. Oh shit. Das ist OP. Das kriege ich nicht. Das kriege ich nicht. Definitiv nicht. Warte, ich hole mir mal ein paar Pfeile, dann könnte ich es vielleicht abschießen.
Ich kann auch nicht mehr Erfolg generieren, ne? Das ist total schlimm. Manchmal. Wenn du einmal unter 4 Herzen oder so bist, dann kannst du einfach in so einer Monsternacht hier nicht mehr ordentlich regenerieren. Liegen noch so viele EP rum. Reichen doch schon wieder fast für Level 37, oder? Gut, nicht ganz. Ist klar. Aber halt, ja, einiges. Okay, das Skelett mit dem Bogen ist erstmal nicht in Reichweite, das ist schon mal gut. Das will ich nämlich nicht unbedingt haben. Oh. Na gut, jetzt habe ich natürlich die Experience nicht gekriegt. Ach du Scheiße. Was ist das denn für einer? Komm mal her.